Wow. So gut. Ich denke, dass das eine und andere von euch doch bei diesen grossartigen Rhythmen eigentlich so gejuckt hat in den Beinen oder im Herz. Die Musik ist etwas Grossartiges. Danke vielmals. Wow, schön. So schön. Hey, was für Kraft im Wort von Gott. Manuela, das, was du erzählt hast, oder? Bibelvers, Wort von Gott lesen. Und das ist dann so powerful, wie sich das auswirkt, oder? Es ist Kraft im Wort. Kraft im Wort von Gott. Und das ist eigentlich auch gerade so der Hauptgedanke, der Titel, das Thema der Predigt jetzt. Kraft vom Wort von Gott. Ihr müsst die Hände nicht aufheben, aber so eine Frage. Lies es in der Bibel. Bist du daheim in der Schrift? Wie viel hast du Zeit und Möglichkeit, um in der Bibel zu lesen? Es geht nicht um eine Leistung, sondern es geht darum, das ist so powerful. Da drin ist Leben. Weil da drin kommt die Person, das lebendige Wort, zum Vorschein und wird ausgedrückt in Wort. Und das Wort von Gott ist so essentiell, so grundlegend für unser Leben. In Matthäus 4,4 ist uns Jesus da ein Beispiel. Das ist die Situation, wo Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist und dort 40 Tage lang war, gefastet hat. Und so gegen das Ende, wo er auch langsam richtig hungrig und durstig war, würde ich mal annehmen, ist er dann eigentlich der Teufel gekommen, der Find gekommen und hat ihn versucht. Ihn versucht, die Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und er hat ihm dort eigentlich gesagt, du kannst doch aus diesen Stein Brot machen, weil du bist ja Gottes Sohn, oder? Also er nimmt eigentlich das Wahrheitswort von Gott, oder? Und präsentiert sie Jesus, dass er nachher soll Brot machen. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, es heisst in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Maul von Gott kommt. Und wenn man nachher dort noch weiterliest, haben es noch zwei weitere Fragen oder Versuche vom Teufel gegeben. Und Jesus hat jedes Mal mit einem Schriftwort, mit dem Wort geantwortet. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Gott hat gesagt und hat dann das Wort genommen und hat es gebracht. Und wenn Jesus das so gelebt hat und anwendet, dann denke ich, wenn wir ja in seinem Bild geschaffen sind und immer ähnlicher sollen werden und dürfen werden, dann ist das etwas Gutes, es wie Jesus zu tun. Und um das zu tun, braucht es, dass wir da drin lesen, daheim sind, dass wir das Wort mit uns haben, dass wir damit, was soll ich sagen, es wie essen, damit schlafen, damit Auto fahren, damit den Tag verbringen, damit arbeiten, selbstverständlich. Du kannst beim Arbeiten nicht einfach deine Arbeit nicht machen und dann da die Bibel lesen. Das meine ich nicht, oder? Aber es geht so viel mehr beim Wort, bei der Bibel lesen, geht so viel mehr eigentlich um, nicht, dass ich einfach verstehe oder etwas auswendig lerne, sondern dass es eine Herzensbeziehung wird und die Person von Jesus mir näher kommt. Auch im Alten Testament kannst du eigentlich in jedem alttestamentlichen Buch, das du liest, zum Beispiel das Buch Josua, mal auf Entdeckungsreise gehen. Wo kommt da drin Jesus vor? Was wird von Jesus aufgezeigt, auch schon prophetisch, in dem Buch Josua oder im Buch Ruth, in den Psalmen, eigentlich überall, können wir drin etwas sehen, wie wird da das Wesen, das Herz von Jesus, von Gott selber zum Ausdruck gebracht. Und so wie Jesus das Wort nimmt und es braucht und sagt, empfindet, jedes Wort, das aus dem Maul von Gott kommt, ist Leben für uns Menschen. Also das ist lebendig, das ist Leben. Da drin ist Leben.
Schon nur, es gibt x Aussagen, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, wie viel mal, aber es gibt x Aussagen im Alten und im Neuen Testament, wo es heisst, hab keine Angst oder fürchte dich nicht. Und dann lesen wir doch, oder geht es euch wahrscheinlich so wie mir, man liest oft darüber, ja, hab keine Angst. Und dann, oder? Und ich habe immer noch meine Sorgen und meine Angst. Aber wenn ich verstehe, das ist das lebendige Wort von Gott, mächtig, um sozusagen Empfinden entgegenzuheben. Also wenn Gott sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Also nimm es mal irgendwie, so wie eine Aussage von ihm, töt nicht oder lüg nicht. Hab keine Angst. Hast du schon mal so überlegt? Ist illegal. Angst zu haben. Aber anders gesagt, wenn Gott sagt, hab keine Angst, dann kann mich das dahin führen, okay, Angst ist offensichtlich ja eigentlich wie eine Überzeugung oder der Glaube in die andere Richtung, dass etwas passiert oder eintrifft. Und wenn Gott sagt, glaub das nicht, schau nicht in die Richtung, hab keine Angst, dann hat er doch offensichtlich andere Wahrheit parat, oder? Und wie finde ich die raus? Lesen. Ich habe mir angewöhnt, wenn immer Angst, Furcht, Druck, Herausforderung in meinem Leben bei mir ist, dann ist die Bibel etwas irgendwo in meinem Herz wieder irgendwo eine Ausrichtung kommt. Und manchmal geht es lang, manchmal geht es mehrere Tage oder Wochen. Ich lese, lese, lese. Ich tue es nicht nur lesen. Grossartig ist, dass wir Hörbibel haben. Du kannst so einfach, oder? Kopfhörerinnen, Handy anstellen, x verschiedene Übersetzungen. Beim Autofahren, am Abend, im Bett hören. Und dann ist es dumm, dass du irgendwie müsstest, die Kopfhörer, wenn du schon vor dem Einschlafen noch abnehmen und abstellen. Manchmal schläft es dann einfach ein und es redet einfach weiter. Gar nicht schlecht. Es wird einfach gesagt in das Herz hinein, Gottes Wort, sein Wort. Lesen, in seinem Wort sich beschäftigen, weil offensichtlich heisst, dass der Mensch lebt, nicht einfach nur vom Essen, vom Irdischen, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Also muss da drin, jetzt für meine Angst, für meine Herausforderung, muss da drin eine Antwort sein. Danke, Heiliger Geist, du bist der, wo ja Jesus gesagt hat, ich schicke euch den Heiligen Geist, oder? Und der wird euch die ganze Wahrheit und alles aus der Schrift aufzeigen und aufschlüsseln. Und Jesus gesagt hat, ich kann euch gar nicht alles erklären, aber ist kein Problem, ich gehe und nach mir kommt einer, der ist gleich wie ich, der Heilige, der macht das. So setze ich mein Vertrauen darauf, auf Gott, den Heiligen Geist, beim Lesen, beim Hören von der Bibel. Jesus, und du sagst, ich soll keine Angst haben, und du sagst, ich soll mich nicht fürchten, dann lass mich sehen, lass mich hören, lass mich verstehen, was deine Antwort, was deine Lösung ist, wie ich soll können sehen, was ist da drin für eine Verheißung von dir verborgen. Der David, über ihn heisst es ja, dort, wo er eine ganz schlimme Situation erlebt hat, wo er in den Krieg gezogen ist mit und für den Philisterkönig, hat es bei sich in seiner Stadt zu Hause einen Überfall gegeben und alle Frauen und Kinder und alles haben und gut mitgenommen. Und seine Freunde, die mit ihm mitgegangen sind vom Kampf und auch zurückgekommen sind, völlig zerstört gewesen. All ihre Familien sind gestohlen, alles beraubt gewesen, haben sich gegen den David gewendet und der ist mächtig unter Druck gestanden. Und heisst, und David stärkte sich im Herrn. Oder? Der ist auch gegangen, der stärkt, der Psalm schreibt, Tag und Nacht lese ich und bin ich in deinem Gesetz. Weil es ist so gut. Es ist Leben, es ist Stärkung. Es ist so viel Kraft in dem Wort, es ist so viel Kraft im Evangelium. Da ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und im Johannesevangelium, in dem ersten Vers, da liest man gerade, Vers 3 bis 5, alles ist durchs Wort geschaffen worden. Vers 1 und 2 wird eigentlich Jesus als das Wort beschrieben.
das Wort, das am Anfang war. Und es ist bei Gott. Es geht um Jesus, um die Person. Alles ist durch das Wort geschaffen worden. Und nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm ist das Leben. Im Wort ist das Leben. Und das Leben ist das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht können auslöschen. Yes, so das Wort ist, da gibt es eine andere Aussage in der Bibel. Das Wort ist ein Licht auf meinem Weg und ist die Leuchte, wo ich durchlaufe. Das Wort ist das Licht für uns Menschen. Da drin kommst du eine Beleuchtung über, wenn es irgendwo blur oder dunkel ist und du nicht siehst, was ist der Weg oder was ist die Antwort. Im Wort findest du es. Und lass dich nicht von der Lüge um den Finger wickeln oder einschüchtern. Ja, also es ist manchmal noch etwas kompliziert da und ich habe keine theologische Ausbildung und ich verstehe doch das eh nicht. Oder wer kennt das, oder? Da sind wir irgendwie alle gewesen, oder? Matthias, du kannst gut reden. Ja, geh in die Bibel. Ich brauche einen Prediger, ich brauche einen Theologen, ich muss da Teachings schauen, wo mir das erklärt wird, dass ich dann irgendwo rauskomme. Hey Freunde, das ist eine Lüge. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer. Sagt die Bibel und macht jeden fähig, dass man im Herz versteht. Und nicht das Komische, sondern das Krasse ist, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie im Verstand, kognitiv, je nachdem, das alles richtig exegetisch verstehe, sondern da passiert etwas Wundersames, wenn ich da drin lese und irgendwo in meinem Herz das begriffen wird oder etwas aufgeht. Und so geht es im Fall auch an einen Theologen. Dann kommst du genau mit den gehäuselten Fragezeichen an. Und ohne den Heiligen Geist bringt der brillanteste Verstand es auch nicht an. Und ganz wichtig zu verstehen ist auch, das steht ein Wort. Glauben tun wir nicht mit dem Verstand. Glauben tun wir mit dem Herz. Angst hat, du hast nicht mit dem Verstand. Angst hat, du hast im Herz. Liebe, tun wir nicht da oben. Liebe, tun wir mit dem Herz. Und wenn Liebe zum Wort, Liebe zu Jesus, Liebe zu Gott wächst und er uns schenkt, dann nachher passiert da die Verbindung zwischen ihm und meinem Herz. Und das Wort wird verstanden und es kommt und nimmt Form in mir und es wird Teil von mir. Es leuchtet in der Finsternis und man kann es nicht auslöschen. Es gibt andere Stellen, das heisst, das Wort ist so scharf oder schärfer als ein zweischneidiges Schwert oder ein Messer. Da ist jetzt noch ein Küchenmesser. Aber das ist ziemlich scharf, mit dem kann man sich... Aber die Schärfe, die zum Ausdruck bringt, scharf sein, du kannst hammergenau schneiden. Und das heisst, es ist so scharf, es kann... Geist und Geist und Seele und Seele trennen. Es kann genau unterscheiden und so genau dort schneiden oder das auftrennen und aufzeigen, was es braucht. Es gibt keine Kollateralschäden. So ein Wort, das uns auch hilft, in unserem Herz, in unserem Leben, uns an dem Ort zu beschneiden, was es braucht, oder etwas wegzuschneiden, wo nicht lebensbringend ist. Und sein Wort ist aber immer wieder, da heisst es auch, wie ein Schirm, wie ein Schutz. Oder es gibt eine Aussage, die heisst, dass er, wo das Wort ist, wie ein starker Turm ist, wo wir uns drin bergen können. Oder jeder feurige Pfeil, der abgeschossen wird gegen dich, wird nicht erfolgreich sein. Sein Wort schirmt jede Lüge ab, alles Unwahre, all das, was unser Herz treffen will, was uns bekümmern will. Und sein Wort ist ein sicherer Fels, ist da gemalt worden. Es ist wie ein Fels, wo du dich darauf stellen kannst. Das ist jetzt halt nur ein kleiner Stein, aber ich kann draufstehen. Das hebt. Und der Paulus sagt, dass
das Evangelium, das so kraftvoll ist, das Evangelium, wo drin auch die Botschaft vom Kreuz, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, hat müssen sterben und sein Leben gehabt, eigentlich ein Angriff ist gegen den menschlichen Verstand. Oder? Er sagt, das greift den Verstand an. Für die Menschen, für den Verstand der Menschheit ist das eigentlich Dummheit. Oder? Und er sagt, das ist eigentlich nur blöd, so etwas. Und wenn man irgendwo so etwas hören würde und mit dem Verstand aufnehmen, dann stellt sich alles dagegen und sagt, come on, oder? Es muss anders sein. Und so ist es hilfreich, dass wir sein Wort nehmen und nicht in erster Linie versuchen, mit dem Verstand zu erfassen. Dann ist die Gefahr da, dass wir es ablehnen. Aber wenn wir wissen, okay, das Wort greift manchmal auch unseren Verstand an oder angreifen, anders gesagt, es konfrontiert den Verstand. Oder beschämt unsere menschliche Weisheit. Und es scheint vielleicht nicht logisch zu sein oder weise zu sein, aber es ist eben die Weisheit von Gott. Und es mag nicht logisch sein, aber es stimmt. Ich habe gerade anfangs von dem Jahr, gerade am Neujahr, hat mir so der Heilige Geist gesagt, hey, komm, lies Johannes Evangelium, Kapitel 14. Lies Kapitel 14, okay. 1. Januar, Kapitel 14, auf und ab gelesen, auf und ab gelassen. Wow, das ist powerful. Es fängt dort schon an, im Johannes 14. Die erste Aussage. Hab keine Angst oder mach dir keine Sorgen oder unterwirf dich nicht deiner Furcht, heisst es. Das ist so Passion Translation. Weil du hast deinen Glauben auf Gott gesetzt oder du glaubst an Gott und jetzt vertrau und glaube auch an mich, sagt Jesus. Und dann geht es weiter in dem Kapitel, dass Jesus sagt, dass im Haus vom Vater hat es Wohnungen und Platz für jeden von uns. Und dann kommt die Aussage, dass er der Weg, der Wahrheit und das Leben ist. Niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Die grossartigen Aussagen, dass wir in Jesus Christus das Gleiche werden tun wie er und noch Größeres. Und ja, da kannst du alles irgendwie verstandesmäßig aufnehmen. Aber es gilt irgendwie, dass es zu mir wird. Und so nach ein paar Tagen Johannes 14 auf und ab lesen, denkt er, hey, lies ich etwas anderes, Heilige Geist? Ja, Johannes 14, ist gut. Johannes 14 gelesen, nächste Tage. Bis etwa Mitte Februar. Anderthalb Monate, sechs Wochen lang nur Johannes 14. Da ist so viel Leben in dem Wort. Und Sachen, die da neu lebendig werden und aufgehen. Und wahrscheinlich, wenn der Heilige Geist sagt, irgendwie später wieder, hey, lies Johannes 14. Kommt wieder tonnenweise mehr. Sein Wort ist kraftvoll. Das Wort, das können wir anwenden, wenn wir unterwegs sind mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Wende das Wort an. Manchmal mag es vielleicht blöd tönen oder wir haben so Gedanken, ja, die Person versteht doch das gar nicht, ist ja völlig nicht im christlichen Umfeld, oder? So eine Aussage, so, ja, wenn du deine Sünde bekennst und dein Vertrauen auf Jesus setzt, oder? Heisst, dann gibt Gott dir das Recht, Gottes Kind zu sein, oder? Hey, das ist verrückt. Ich habe das immer wieder mal erlebt. Dann bringst du so eine Aussage und mein Verstand sagt, das ist jetzt einfach irgendwie blöd, oder? Das tönt irgendwie fromm und so. Und sagt, oh, was ist Sünde und so, Jesus und sowieso. Aber es liegt Power im Evangelium. Es liegt Power im Wort von Gott. Und es passiert etwas im Herz vom Gegenüber. So holprig ich finde oder so altbacken, vielleicht mein Gefühl ist, wie die Aussage daherkommt.
aber es ist die Wahrheit, es ist das Leben. Es heisst, das Wort ist Licht, das in der Finsternis leuchtet. Also bringe ich so einen Bibelvers im Wissen, das ist wie eine Lampe, die aufgeht, eine himmlische Lampe. Und jemand kann sehen und findet zu Jesus, wo man das Wort nimmt und anwendet. Und etwas ganz Starkes ist, das Wort ist so powerful, weil Gott, der Allmächtige selber, sich zu dem Wort stellt und Jeremia 1,12 verdeutlicht sogar, dass er dafür sorgt, dass sein Wort umgesetzt wird. Da heisst es, redet Gott mit dem Jeremia, und er sagt da, der Herr hat zu mir gesagt, du hast recht gesehen, weil ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. So alles, was du da drin lesest, Gott hat gesagt, ich wache darüber, dass das kommt, dass das ausgeführt wird. Jedes einzelne Wort, jeder Bibelvers, jede Aussage, wo du kannst die nehmen und als sicherer Fels drauf stehen. Da heisst es im Neuen Testament, wenn sogar dein Herz dich anklagt, du dich selber anklagst, wieder, was habe ich wieder gemacht, wo bin ich? Oder? Und man vielleicht fast das Gefühl hat, ja, bin ich jetzt noch geliebt von Gott oder so. Heisst, wenn dein Herz dich anklagt, dann haben wir Jesus als den grössten Priester, als den Anwalt, der für uns eintritt. Wo dein Herz wieder zum Frieden und aus der Angst rausnimmt. Gott selber schaut dazu. Und ich will uns mehr als nur inspirieren. Ich will uns all auffordern und einladen. Lies in dem Wort. Sing's, bet's, tanz's, mal's, loses. Am Morgen beim Autofahren kannst du hören oder auf dem Velo. Leb in dem. Und es geht mehr als das Auswendigslernen. Aber wenn das Wort da im Herzen ist, dann passiert es, dass in den unterschiedlichsten Lebenssituationen der Heilige Geist ständig diese Aussagen bringt, oder? Und du kannst das Wort anstellen, du kannst einen Vers anstellen. Ich würde sagen, 90% von allen Situationen ist es nicht, dass ich ein gutes Wort habe für die Situation, für das andere, sondern für mein Herz und mein Denken. Hab keine Angst. Ich habe dich von Anfang an geliebt. Oder gibt es so eine Aussage, da sind Situationen und ich habe das Gefühl, hey, ich pack das nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht so gescheit. Oder ich kann das nicht, das ist nicht mein Typ. Und danach sagt der Heilige Geist, in der Bibel heisst es, dass er uns tüchtig macht zu jedem guten Werk. Juhu! Er macht dich tüchtig. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Fähigkeit. Das ist powerful, oder? Und. Brauch sein Wort für dein tägliche Ernähren und Leben drin. Und das Herz gefüllt ist, das Herz in dieser Liebesbeziehung mit dem lebendigen Wort Jesus geformt wird und gestaltet wird in die Wesensgleichheit von Jesus. Und als nächstes passiert, dass da der Verstand auch verändert wird. Ein erneuertes Denken. Ein erneuerter Sinn. Und wir kommen mehr und mehr den Sinn von Christus über sein Denken. Und wo immer wir sind, dann bist du wie Jesus. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und jedes Wort, das aus dem Maul von Gott kommt, ist Leben. Im Wort ist das Leben. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir ja schon, dass die Welt erschaffen worden ist, die Schöpfung, durch sein Wort. Und so, ganz so kleine Gedanken, das ist noch interessant. Durch das Wort ist alles geschaffen worden, wo Gott dir die Fische und Tiere im Wasser geschaffen hat, hat er zum Wasser geredet und das sind Tiere geworden. Für Bäume und Pflanzen hat er zu der Erde, zum Boden geredet und daraus sind Pflanzen gekommen. Und als er den Menschen geschaffen hat, hat er zu sich geredet.
Also das Wort geht immer eigentlich sozusagen wie, wie sagt man dem, in Nährboden, ins Umfeld, wo geredet wird und daraus wächst. Nachher das. Wenn du einen Baum aus der Erde rausnimmst, was passiert mit dem? Stirbt, oder? Ist nicht mehr verwurzelt mit dem Boden. Wenn du einen Fisch zum Wasser rausnimmst, what happens? Genau. Was passiert, wenn der Mensch aus der Gegenwart von Gott oder aus dem lebendigen Wort rausnimmst? Wir werden verwelken. So, verwurzle dich in das Wort. Bis in dieser Beziehung mit Jesus. Und lies es. Und lebe drin. Und entfache Liebe dafür. Lass dich von seiner Liebe immer wieder neu und stärker und tiefer anfachen, entfachen. Ich würde gerne uns mit einladen, gerade so in ein, zwei so Anwendungen mit dem. Hast du die Bibel da oder das Handy, wo die Bibel-App drauf ist? Und such dir ein Bibelvers, ein Wort, das dir näher oder wichtig ist oder dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und schlag das mal auf. Und wenn du ein Vers, ein Wort hast, dann lasst uns jetzt alle miteinander, du, die, dein Wort, dein Vers, lies es laut, dass deine Ohren hören. Okay? Und wir haben einen Haufen Aussagen, das spielt keine Rolle. Und wir lesen den Vers mal dreimal nacheinander, das, was du hast. Okay? Also, 1, 2, 3. Wow, so gut. Und jetzt lese es nochmal. Versuche das zu merken. Und dann schau mal, ob wir die Aussage mal so auswendig können sagen können, ohne es lesen. Lies mal noch darüber, versuche das zu merken. Und dann deklarieren wir es nochmal. Einfach du dies. Bist du bereit? Bist du ready? Yes, also, 1, 2, 3. Habe ich wieder Saft? Ja. Halleluja. Amen. Da passiert etwas im Herz, wenn man sein Wort liest. Und es ist so kraftvoll. Ich habe da zum Beispiel einen Vers, 2. Thessaloniker 3, Vers 3. Da heißt: Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Ganz lange ist bei mir immer so der zweite Teil, das ist ja so wie die Hauptaussage, oder? Der Herr wird mich stärken und vor dem Bösen beschützen. Aber sein Wort ist so powerful, du kannst eigentlich schon bei der ersten Einleitung stehen bleiben. Doch der Herr ist treu. Und jetzt
bleibst mal nur bei dem. Er ist treu. Er ist treu. Der Herr ist treu. Und alles andere nachher, das ist auch grossartig. Aber er ist treu. Was heisst, er ist treu? Er lässt nicht im Stich. Er ist der, der was er gesagt hat, das hält er ein. Gott aber ist treu. Er ist treu in der Versorgung. Er ist treu in der Rettung. Er ist treu im Heilen. Er ist treu im mit seiner Gemeinde unterwegs gehen und das Reich, das Himmelreich auszubreiten. Er aber ist treu. Du findest einen Haufen andere kraftvolle, powervolle Worte. Lebendige Worte, die Leben spenden. Und wenn wir diese Worte mit unserem Maul aussprechen, dann liegt die gleiche Kraft drin. Die gleiche Schöpfungskraft, die gleiche Lebenskraft. Wir sind sogar in seinem Bild geschaffen. Und dürfen jetzt sein Maul sein, seine Hände, seine Füße. So, wenn wir sein Wort aussprechen, dann passiert Licht, dann passiert Leben, dann passiert Trost, dann passiert Rettung, dann passiert Wiederherstellung. Weil wenn Gott sein Wort sendet, dann nachher tut es das, zu was ausgesendet ist. Gott sorgt dafür. Lasst uns noch ein Letztes machen. Könnt ihr euch das Zweite zueinander wenden? Und in dieser Offenheit, die du magst, sag doch dem Gegenüber eine Herausforderung, wo du gerade drin stehst. Oder jemand, wo du eine Antwort brauchst. Oder eine Angst, eine Furcht, wo du merkst, das ist in deinem Leben. Und das Gegenüber, los auf den Heiligen Geist und frag, was für ein Wort, was für ein Vers schenkt mir Gott, wo ich jetzt kann in diese Situation bringen. Was für ein Wort, das Licht bringt, Antwort bringt, Trost bringt, Frieden bringt, was es immer in dieser Situation braucht. Ist gut. Let's do it. 2 Minuten. Hey, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du mit dem Gottesdienst und dieser Message gesegnet worden bist. Hast du ein Anliegen, dann möchten wir für dich beten. Weil wir glauben an einen Gott, dem ist alles möglich. Hier kannst du uns deine Gebetsanliegen schreiben und wir beten für dich. Hey, wir haben einen liebenden Vater, einen liebenden Gott, der uns körperlich und in der Seele möchte heilen. Wenn du innerliche Heilung brauchst, laden wir dich ein, für ein Sozialgespräch hier zu besuchen. Hier findest du alle Informationen dazu. Bist du krank oder hast du ein körperliches Leiden? Glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Dann laden wir an dich ein,
unsere Healing Rooms besuchen. Sie sind jeden Samstag von 10 bis 1 offen. Mehr über unsere Church und alle Angebote, die dir dienen, einen Schritt weiter in deinem Glauben mit Jesus zu gehen, findest du hier. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche und freuen uns darauf, dich nächsten Sonntag hier live vor Ort oder über den Stream zu sehen. Tschüss!